Erinnert sich noch jemand an den World Cup im Sommer 2023? Diesen World Cup, in dem Vincent Kaimer ein dramatisches Match gegen Magnus Carlsen verloren, aber eine klassische Partie gegen ihn gewonnen hat. Bei diesem World Cup war auch die Frage, ob vielleicht noch jemand anderes aus der großen deutschen Delegation mal so ein Zeichen Richtung Weltklasse aussendet. Speziell Alexander Donchenko und Matthias Blühbaum, wenn man so will, die beiden Kronprinzen des deutschen Schachs. Und beide waren recht kurz davor. In der dritten Runde Matthias Blühbaum gegen Wittit, ganz knappes Match, das dann im Tiebreak verloren ging und bei dem sich Wittit nicht hätte beschweren können, wenn das andersrum ausgegangen wäre. Wittit wurde dann jetzt WM-Kandidat, den werden wir im Kandidatenturnier 2024 sehen. Und in der dritten Runde Alexander Donchenko gegen Pahar Maksodlou. Auch das ein knappes Match, bei dem Alexander Donchenko durchaus Chancen hatte, weiterzukommen gegen den iranischen Spitzenspieler, der auch es fast ins Kandidatenturnier 2024 geschafft hätte. Auch Alex schied in der dritten Runde aus und so war es dann wieder Vincent Kaimer. Rasmus Swane kam auch weiter, der ist dann in der vierten Runde ausgeschieden gegen Wang Hao. Auch das ein knappes Match im Tiebreak. Und so war es dann Vincent Kaimer, der allein die Schlagzeilen machte und die Signale Richtung Weltklasse aussandte. Alexander Donchenko hatte jetzt die Gelegenheit, die offene Rechnung aus dem World Cup zu begleichen. Er traf in der 12. Runde des Tata Steel Chess in Wijk aan Zee wieder auf Pahar Maksodlou. Und das war sicher eine Partie, wo man ihm Chancen ausrechnen konnte, denn Maksodlou mehr als viele anderen aus dieser 247-Liga will es in jeder Partie wissen mit beiden Farben. Der spielt schon sehr, sehr spektakuläres Schach. Der zettelt immer Schlägereien an, habe ich neulich über ihn gelesen. Und das ist im Schachkontext auch gar nicht verkehrt. Im wirklichen Leben ist das ein freundlicher, lieber Kerl. Auf dem Brett überhaupt gar nicht. Da holt man sich eine blutige Nase gegen ihn. Oder er holt sich selbst eine. Also der gewinnt viel und der verliert mehr als andere aus dieser Liga. Und jetzt gucken wir mal, wie das gegen Alexander Donchenko in der 12. Runde gelaufen ist. Alexander beginnt die Partie mit D4, Springer F6, C4, E6, Springer F3, D5. Wir haben ein Damengambit. Ein Damengambit mit Läufer F4 und dann mit Läufer B4 und damit sind wir schon auf, ich würde mal sagen, fast untheoretischem Terrain, so eine Art Rakosin mit Läufer B4 oder ein Läufer F4, Damengambit mit Läufer B4, ich wüsste gar nicht, wie ich das hier nennen sollte. C schlecht D, Springer schlecht D5, mit Angriff auf den Läufer F4 und mit Angriff auf C3, insofern muss hier Läufer D2 kommen, um C3 zu decken. Und jetzt liegt E4 in der Luft, das ist eine positionelle Drohung und das ist der Grund, warum Schwarz jetzt wieder zurückzieht und auch sagen kann, ich habe ja kein Tempo verloren mit diesem Springer D5, Springer F6, weil ja auch der weiße Läufer sich nach D2 zurückziehen musste. Ein Feld, auf dem man nicht so richtig glücklich ist. Und damit C2. Spielt immer noch ein bisschen mit der Idee E4 rum, aber hat auch andere Ideen, wie wir gleich sehen werden. B6. Eine Stellung, die es schon mal gegeben hatte in einer Fernpartie, in der Weiß an dieser Stelle E4 spielte, was sicher die Alternative ist zu dem, was Alexander macht. E4, Läufer B7 und so weiter. Ganz normale andere Schachpartie mit dem üblichen leichten Vorteil für Weiß, der es jetzt tatsächlich geschafft hat, das Zentrum zu besetzen. Aber die schwarzen Figuren sind entwickelt, die sind sehr aktiv. Schwarz hat keinen Grund zur Sorge. Und es ist eine ganz andere Stellung als das, was wir jetzt sehen. Denn Alexander Donchenko nahm sich hier 14 Minuten und ging dann direkt drauf, Springer B5. Anstatt sich selbst weiterzuentwickeln, will er es sofort wissen und nimmt hier diesen Punkt C7 ins Auge. Da soll es einschlagen und dagegen muss Schwarz etwas machen. Also ein sehr, sehr direkter Weg, wie es auch kennzeichnet ist für Alexanders Weißpartien, der in jeder Weißpartie auch gegen diese 247 Leute seine Chancen sucht, auch wenn das bislang eher nicht von Erfolg gekrönt war mit den weißen Steinen. Läufer D2, Springer D2. So, jetzt hängt C7. Und insofern C5, das deckt das erstmal ab. DC, Springer C5. So weit, so gut. Und hier steckt Alexander fast 20 Minuten rein und es ist auch relativ klar, worüber er in diesen 20 Minuten nachgedacht hat, nämlich danach seinen direkten Ansatz, Schwarz unter Feuer zu nehmen, fortzusetzen.
Er hat ja, die Dame steht auf der C-Linie und wenn der Springer nicht auf C5 stände, dann ginge Springer C7 Schach und Weiß gewinnt. Insofern ist es nur naheliegend, an dieser Stelle den Springer zu vertreiben. Und ohne Alex gefragt zu haben, können wir davon ausgehen, dass er genau das an dieser Stelle geprüft hat, zumal sich ja hier so eine kleine Einladung anbietet. Ne? Man kann da Dame C6 spielen und das mit Springer D6 folgen lassen. Das habe ich natürlich auch sofort geprüft. Das war das Erste, was ich probiert habe in dieser Stellung. Dame C6 Schach. Und ihr seht schon, die Maschine findet das schon nicht so toll, aber es ist halt der naheliegende Zug. Läufer D7 und dann hat man noch Springer D6 Schach und Schwarz muss die Rochade abgeben. Aber es fehlt hier für Weiß das, was so in der englischen Schachsprache Follow-up heißt, die Fortsetzung. Es geht nicht richtig weiter für Weiß. Jetzt hängt der Läufer und der Springer steht da auch ein bisschen gefährdet. Der schwarze König ist für den Moment sicher und Weiß muss erstmal sehen, dass er sein Material zusammenhält an dieser Stelle, was schon gar nicht so leicht ist. Also an dieser Stelle kommt Weiß nicht so richtig weiter und das wird Alex auch geprüft haben. Man kann auch erstmal E4 ziehen mit der Idee, mit E5 fortzusetzen und dann hier dieses Feld für diesen Springer zu haben. Ja, wenn Schwarz dann den dargebotenen Springer Bauern auf B4 nimmt, damit C4, jetzt muss der Springer nach A6 zurück, weil sonst kommt halt wieder der Schach auf D7 und dann machen wir E5. Der Springer hängt und haben jetzt dieses Schach auf D6. Und das wäre tatsächlich alles ganz gut, denn Weiß gewinnt hier ja sogar eine Figur. Springer C8, Turm C8, Dame A6 und diese Drohung, diese Gegendrohung, ne, mit Angriff auf die Dame und mit Gabeldrohung auf A1 und C1, die kann Weiß dann mit einer Fesselung parieren. Und nach Dame E7 droht jetzt wieder fürchterlich Springer C2 Schach und Weiß müsste einen Königszug machen und seine Rochade aufgeben. Aber er hat ja die Figur auf A6 gewonnen. Er spielt ja die mit mehr Figur. Und der schwarze H-Turm kommt auch nicht so richtig ins Spiel. Also Schwarz hat hier sicher ein bisschen Kompensation für die Minusfigur, aber es ist halt eine ganze Figur. Und insofern sollte das nicht genug sein und Weiß sollte hier gut stehen. Der Punkt ist nur, Springer schlecht B4 war zu viel des Guten. Wenn man nach E4 dann einfach rausrochiert als Schwarz, Schwarzer, dann hat man Entwicklungsvorsprung und steht ein bisschen harmonischer und diese Springer B5, Dame C2-Konstruktion, die droht gar nichts mehr, während der B4 jetzt real hängt und Schwarz ist total okay. Also das bringt einen auch nicht groß weiter und auch dieses direkte Schach mit Springer D6, König E7 geht auch nicht richtig weiter. Das wird Alex an dieser Stelle alles ausführlich geprüft haben und ist dann zu dem Schluss gekommen, ja okay, geht nicht so richtig und macht dann Springer B3. Was ein kleines Zugeständnis ist. Denn wenn man hier nicht direkt weiterkommt, dann hätte man sich diese Springer B5-Chose auch eigentlich sparen können. Springer B3. 0-0. 0-0 ist, wenn man so will, ein Bauernopfer, aber den kann man nicht so richtig gut nehmen. Springer C5. BC. Dame schlecht. C5. Da wird dann doch langsam der weiße Entwicklungsrückstand arg spürbar. Und der König in der Mitte auch. Also das fühlt sich schon an, als wäre das zu viel. Und ihr seht ja auch an der Engine-Leiste, die Maschine sagt, na, das muss hier gut für Schwarz sein. Das wäre zu viel des Guten, hier diesen Bauern mitzunehmen. Und man hat ja einen anderen Zug, der sich anbietet, Turm D1, die Dame angreifen. Da stellt Schwarz mal einen dazwischen. E3, Weiß muss jetzt mal sehen, dass er seine Puppen entwickelt. E3. Und auch hier, also man kann natürlich über Springer C5 nachdenken, aber hier hat Schwarz auch schon, man muss gar nicht diesen Bauern opfern, wenn man will, hier hat Schwarz auch schon Turm C8 und bringt eine weitere Figur ins Spiel mit dieser Fesselung und ist total okay. So E3, Dame B8, entfesselt diesen Läufer, entwickelt sich und dass die schwarze Stellung hier sehr, sehr in Ordnung ist, kann man einfach daran ablesen, dass das Schwarz hier mehr oder weniger die Luft rauslassen kann, wenn er will. Ne? Läufer B5, Läufer B5, Springer B3, Dame B3, Dame E5 mit einer sehr aktiven Dame, mit nicht so richtig gut koordinierten weißen Figuren, mit einem König, der immer noch rochieren muss, das sollte er jetzt tun. Und Schwarz ist hier in einer symmetrischen Stellung total okay, aber die Remis-Wahrscheinlichkeit ist total hoch. Also in sowas kann Schwarz schon abwickeln und
und würde dann hinterher wahrscheinlich, also so in 20 Zügen sagen können, ja, und ich habe hier ohne Probleme mir einen halben Punkt gesichert. Aber Max Otto hat hier schon Anlass, dann ambitioniert zu werden und ein bisschen mehr zu wollen. Er spielt Turm C8. Das hat er ja auch vorbereitet mit seinem Dame B8, räumt dem Turm die Bahn, geht hier ins Vis-à-vis mit der Dame, Springer D6. Alex will jetzt nicht zurückziehen, sondern will auch seinerseits aktive Sachen machen, aber der Springer auf D6 muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht verläuft. Turm C6. Der Springer auf D6 hängt. Läufer F3 funktioniert hier noch nicht so richtig, weil man hat dann den, also Läufer F3 mit der Idee, du kannst nicht auf D6 nehmen, weil Turm D6, Dame D6, und dann kriege ich ja einen ganzen Turm auf A8, aber hier geht Springer CE4 ganz gut. Was dann wieder mit einer Gegendrohung kommt. Also das kann Schwarz alles abfedern. Insofern macht Alexander dann hier den etwas kleinmütigeren Zug. Dame D2 deckt diesen Springer auf D6. Aber jetzt droht Läufer F3. Ich habe euch den roten Pfeil schon eingezeichnet. Springer B3, AB. Und es droht wieder Läufer F3, insofern Turm C5. Läufer F3, Läufer C6. Das sind schon so ein bisschen Notbremsenzüge. Ne? Nimmt hier Material vom Brett und ist damit zufrieden, dass er wenigstens eine ausgeglichene Stellung rauskriegt. 0-0. Aber so akademisch betrachtet hat Schwarz hier sogar einen kleinen Vorteil. Ne? Die Weiß hat jetzt hier dieses strukturelle Problem. Das kann man häufig kompensieren mit Druck auf der A-Linie gegen den A-Bauern, aber davon ist noch nicht so richtig was zu sehen. Und dieser Springer, der muss auch aufpassen, dass er hier nicht eingefangen und gefesselt wird. Schwarz zieht Dame F8 und die Idee davon ist, Turm D8 folgen zu lassen. Ja, mit dem gefesselten Springer. Und dann hat er hier Schwierigkeiten. Das Diagramm kann ich eigentlich mal aus der Notation rausnehmen. Insofern verabschiedet sich dieser Springer. H6, H3, das kann beiden Seiten nicht schaden, ein Luftloch zu machen, A5, so viel zum Thema Druck auf der A-Linie, nee, da ist kein Druck, Dame D4, immerhin, Weiß hat eine zentrale Dame, eine aktive Dame, die auch so ein bisschen auf den Punkt B6 guckt, während die schwarze Dame eher passiv ist, insofern bietet Max Otlo an, die Damen zu tauschen, seine passive gegen die aktive weiße Dame und in ein Endspiel zu gehen, in dem Schwarz einen kleinen Vorteil haben sollte, wegen der etwas besseren Struktur. Springer C3, B5, Turm D4, B4, Springer A4, Turm C2. Und jetzt wird Schwarz, jetzt werden auch die schwarzen Figuren aktiv. Turm C2, der weiße Springer steht am Rand, der ist immer mal ein Ziel. Weiß wäre wahrscheinlich gut beraten, hier ein bisschen umzugruppieren und einen Weg zu finden, diesen Turm von der zweiten Reihe zu vertreiben, denn einen gegnerischen Turm auf der zweiten Reihe hat man nicht so gerne. Es gibt auch ein gutes Manöver, um das zu erreichen, und das findet Alex auch, Springer B6 und dann Springer C4. Der B-Bauer bleibt gedeckt, der Springer steht jetzt zentraler und kontrolliert das Feld D2, sodass wir mit Turm D2 tauschen können. Nebenbei, die Maschine hat es schon eingezeichnet, guckt er jetzt auch noch auf den A5 und Weiß hat endlich auch einen Quell von eigenem Spiel oder von Gegenspiel gefunden. E5. Turm D2. Kämpft um die zweite Reihe. Turm D2, Springer D2, Turm C8. Wenn jetzt der Springer zurückgehen würde, dann hätte Schwarz A4 mit diesem angegriffenen Bauern, der darf auf A4 nicht nehmen, weil dann der Springer hängt, könnte dann auf nehmen, aber hat der Springer dieses Feld C4 nicht mehr, der dringt hier ein und dieser Doppelbauer ist eher stark, weil der B2 droht schwach zu werden und weil mit, ups, nicht so, sondern so, weil mit Springer E4 auch der Punkt F2 mal kritisch werden kann. Also die Maschine, die rechnet jetzt 2000 Züge tief und sagt, ja, aber Weiß hält das alles und zeigt da 0,00. Praktisch ist das ein Endspiel, das man hier mit Weiß nicht so gerne spielen möchte. Und das ist der Grund, warum Alexander Donschenko an dieser Stelle auf Springer C4, A4 verzichtet, sondern erstmal Turm A1 spielt und dieses A4 aus der Stellung nimmt. Aber das bringt dann natürlich mit sich, dass dann der nächste schwarze Turm auf der zweiten Reihe einsteigen kann, mit Doppelangriff auf B2 und D2. Springer C4. Springer C4 und Weiß ist jetzt ganz nah daran,
doch so einen kleinen Grip in die Stellung zu kriegen. Denn der A5 ist als Schwäche markiert. Und wenn wir jetzt noch F3 spielen und Springer E4 aus der Stellung nehmen, dann kommt Schwarz nicht groß weiter und sein Turm auf der zweiten Reihe steht ein bisschen doof rum, weil der hat halt keinen Unterstützer. Aber Schwarz zieht direkt Springer E4. F3, Springer G3. Und das ist wohlgemerkt ein Bauernopfer, denn Weiß kann sich den auf A5 abholen. Den auf E5 möchte Schwarz nicht so gerne geben. Aber Schwarz sagt, ich kriege dafür aktives Spiel mit meinem Turm auf der zweiten Reihe und vielleicht auch gegen deinen König. Wir werden es gleich sehen. König H2. Der zieht sich erstmal zurück, greift diesen Springer an. Springer F5. Jetzt liegen auch immer mal solche Züge in der Luft. Dann hängt der E3 und den möchte Weiß nicht gerne vorziehen, weil wenn ein schwarzer Springer auf D4 auftaucht, das wäre tatsächlich eine Katastrophe für Weiß. Alex spielt Turm D5 und könnte jetzt Turm E2 Sachen wieder mit Turm D2 kontern und kann auch generell jetzt mal den Kampf um die zweite Linie aufnehmen. Aber muss natürlich auch immer auf seine E3-Bauern aufpassen. H5. Ja, und hier unterläuft dem guten Alex ein Fehler. Also es droht, generell ist die schwarze Idee H4, den Springer nach G3 einpflanzen und dann Turm C1, H1, matt. Das ist die schwarze Drohung, die liegt jetzt in der Luft. Und gegen H4 kann man auch nicht so richtig viel machen. Alex versucht sofort aktiv dagegen zu halten und die weiße Konstruktion unter Druck zu setzen, aber die beschert ihm nur noch mehr Probleme, weil jetzt gleich noch weitere Mattmotive auftauchen. Wenn der König hier rausflüchtet, wir werden das gleich in der Partie sehen, und es nach F2 schafft, dann stellt euch einen schwarzen Springer auf G3 vor. Dann ist Turm C1, F1 immer noch matt, weil dieser blöde Bauer auf E3 darum steht. Insofern hilft F4 nicht, dem weißen König hier ein bisschen extra Schutz zu schaffen. Und darum ist F4 hier ungenau. Es droht jetzt mit Macht Turm C1, Springer G3 matt. Also können wir ja zeigen, wenn Weiß jetzt hier sein F schlecht E, darauf hat er ja spekuliert, dass er hier die Schwarzen aufmischen kann. Dann kommt halt Turm C1 und Schwarz gewinnt schon. Springer G3 droht und das Matt ist nicht mehr zu decken. Insofern müsste man hier mit G4 oder G3 noch eine Ausrede finden, um wenigstens aus dem Matt rauszukommen. Aber dann kommt H schlecht G und Schwarz hat einen riesig starken Freibauern und alle schwarzen Figuren stehen schon richtig, um den zu unterstützen. Schwarz gewinnt hier schon. Insofern, kleines Brötchen backen. Von wegen schwarzes Zentrum aufmischen, erstmal versuchen, nicht matt zu werden. Turm D1 verhindert schwarzes Turm C1. Aber jetzt kann Max Sotlo diese Sache hier abmoderieren, indem er E4 spielt. Naja, und Weiß hat zwar diesen Bauern mehr, aber Schwarz hat deutlich, deutlich mehr als genug Kompensation. Also dieser Mehrbauer ist ja eh nur symbolisch, weil das ist halt hier entweder dieser oder dieser und die sind als isolierter Doppelbauer nicht so viel wert. Und Schwarz hat hier Ziel, hier ein Ziel und auch hier ein Ziel. Da sind ja immer noch Mattdrohungen in der Partie. Wenn so Weiß darf nicht die erste Reihe räumen, dann wird er sofort matt. Insofern geht er mit seinem König auf Wanderschaft. König H7 hat jetzt wieder ein aktives Feld gefunden. Aber es trägt jetzt das, was ich euch eben schon gezeigt hatte. König F2, Springer G3 und es droht wieder matt, weil halt der König hier mit seinem E3, F4 Bauern keine Felder hat. Und insofern muss man Springer D2 spielen und Weiß ist fast in der Zwickmühle. Denn Weiß kann ja nicht so richtig was ziehen nach Turm D1. Also er kann diesen angegriffenen Bauern nicht nehmen, weil dann ist er matt. Er kann auch den nicht nehmen, weil dann ist der Springer weg. Hat auch keine Bauernzüge, der König hat auch kein Feld. Es ist also ganz nah am Zugzwang für Weiß. Er kann zum Glück mit dem Turm noch ein bisschen auf der D-Linie hin und her ziehen. Das ist das Einzige, was er machen kann. Turm D7, König G8, Turm D8, König F7, Turm D7, König E8, Turm D6, F5. Turm D4,
König E7, Turm D5. Der König beherrscht immer nur drei Felder. Und der Turm hat zum Glück ein paar mehr Felder auf der D-Linie, auf denen er hin und her ziehen kann. Also Weiß ist hier sehr nah dran, in einem Zugzwang gefangen zu sein. Aber eben nur sehr nah dran. Er ist nicht im Zugzwang. Er kann mit dem Turm auf der D-Linie hin und her ziehen. Und dann kommt Schwarz nicht richtig weiter und kann keine Fortschritte machen. Und insofern als Gewinnversuch disponiert Max Sotlo hier oben. Er spielt Springer H2, König E2, Turm G1 und macht sich über den G-Bauern her. Das wiederum gibt Weiß die Freiheit, seinerseits sich über Sachen mehr herzumachen, denn jetzt hängt der B4 real. Und wenn der fällt, hat Weiß dann immerhin einen Freibauern. Spielt erst König E6, Turm schlecht B4, Turm schlecht G2. Ich habe vergessen, die Diagramme hier aus der Notation zu machen. König E1, Turm G3 und hat gleich ein zweites Ziel gefunden. Das sieht jetzt wieder so aus, als könnte das heikel für Weiß werden. Naja, ein zweites und ein drittes. Die Maschine zeigt es andankenswerterweise. Zweites und ein drittes Ziel gefunden. Das sieht aus, als könnte das das heikel für Weiß werden. Und wir ignorieren mal das 0,00 der 1000 Züge vorausrechnende Maschine. Die sieht, ja, Weiß hält das alles. Das ist eine Stellung, die kein Mensch auf der Welt gerne mit Weiß gegen Paar Max Sotlo verteidigen möchte. Turm B6 Schach. König F7, Springer C4. Immerhin, dadurch, dass Schwarz hier jetzt anfängt, Sachen einzusammeln, kann sich Weiß befreien und wie so eine Sprungfeder kommen die weißen Figuren ein bisschen ins Spiel. Machen wir mal dieses blöde Diagramm hier aus der Notation. Springer C4 und natürlich, der ist jetzt ein Faktor. Schwarz muss jetzt aufpassen, dass der nicht nach Hause läuft. Turm schlecht H3. Springer E5. König E7, Springer schlecht G7. Weiß kann jetzt auch einen einsammeln, denn die Figuren sind jetzt frei. König F1. Und hier muss Schwarz aufpassen, denn es droht König G2. Und dann hängen Turm und Springer. Das würde eine Figur kosten, aber man hat ja noch ein Ziel und kann das an dieser Stelle auch wegnehmen. Turm E3. Und wir sehen schon, es löst sich so ein bisschen auf und es gehen ziemlich viele Bauern vom Brett. König F2, Turm D3, Turm B5, König C6. Turm E5, nimmt der auf B3, nimmt der auf F5, nimmt der auf F5, nimmt der auf F5, König D6, Turm E5. Und hier einigten sich diese beiden Seiten auf Remis. Wohlgemerkt, hier hängt ja noch einer. Und selbst wenn Alex am Ende das Endspiel mit dem F-Bauern das Turmendspiel übrig behält, mit Turm und F-Bauer gegen Turm, der schwarze König steht aktiv und das Remis zu halten, das lernt jedes Schachkind vom Bodensee. Das würde selbst ich mit Schwarz gegen Alexander Donschenko Remis halten, weil das eine einfache technische Aufgabe ist. Wer das noch nie gesehen hat, kann sich vielleicht mal mit diesem Prinzip vertraut machen, wie man so ein Turmendspiel gegen einen Bauern, gegen einen Mehrbauern Remis hält. Ja, Alex Donschenko, nochmal davongekommen. Ne? Also auch da wieder, er ist ihn wieder angesprungen, wie er das mit Weiß ja immer macht, hier mit seinem Springer B5 und damit C2, aus der Eröffnung raus. Aber das lief wieder nicht so richtig gut und wir hatten eine Partie, in der dann eher Schwarz am Drücker war, in der es dann so zwischenzeitlich auch arg bedenklich aussah für Weiß. Aber immerhin, Alex hat dann den Laden dicht gehalten, keinen Fehler gemacht und es wurde Remis. Er steht jetzt mit 4,5 aus 12, eher im unteren Tabellendrittel und hat heute nochmal eine richtig schwierige Aufgabe vor der Brust. Schwarz gegen Nodirbek Abdusatorov, der mit 7,5 geteilter Tabellenerster ist. Ich glaube, einer von 5 Tabellenführern. Das ist also ein, oder 4? Bin ich sicher. Das ist jedenfalls ein sehr, sehr dicht gedrängtes Feld in Weig und da kämpfen eine Menge Leute um den Turniersieg und Abdusatorov mit Weiß gegen Donschenko wird sich natürlich ausrechnen, da einen vollen Punkt zu machen und womöglich das Turnier zu gewinnen. Alex hingegen möchte sicher seine solide Schwarzserie gegen Weltklasse-Leute fortsetzen. Und ich würde auch mal prognostizieren, er hat gute Aussichten, auch dem Abdusatorov seinen halben Punkt abzunehmen. Vielleicht sogar mehr, wenn Abdusatorov zu viel will. Andererseits ist der Abdusatorov so ein technischer Spieler, der lange knetet. Also das wird auch nicht leicht heute. Ja, ich bin gespannt darauf, wie das ausgeht. Und womöglich werden wir es auf diesem Kanal sehen. So viel erstmal zur 12. Runde aus Weig an See. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade.